einfach wollen.
Ah, hallo. Es ist ja schon an. Konntest du schon was hören, Thürer? Alles. Oh je. Okay. Gut. Ja, hallo Thürerwal. Hallo Pi. Auch wenn ich dich nicht sehe, du bist ja bestimmt da. Mittag gegessen? Nein. Tyrannen bekämpfen? Ja. Am Wochenende ist es meistens so, dass wir relativ spät frühstücken und dann erst spät wieder was essen. Genau. Und von daher, ja, passt es, denke ich. Also so lange, ganz so lange kann ich eh nicht. Wir machen spätestens. Also um 3 muss fahren wir los, spätestens, denke ich. Genau, ein bisschen früher aufhören. Deswegen sind es jetzt ja na, so 1,5, 2 Stunden, die ich spielen kann. Und ich habe tatsächlich beim letzten Mal ein bisschen was gemacht. Also im Vergleich zum letzten Mal habe ich ein bisschen was gemacht, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen hier geguckt und zusammengesammelt und so. Ja, ein bisschen Ausrüstung noch ausgetauscht, aber mehr auch nicht. Ja, wie geht's? Geht's dir gut, Thürerwal? Pi, geht's dir gut? Musst du allerdings schreiben zum Antworten. Nein, musst du nicht. Genau. Ich fange mal an. Kannst ja schreiben. Ja, was ich mir gedacht habe. Gutes Wetter, alles gut, super, schön. Ja, mir auch. Was ich mir gedacht habe. Oh, der Laster ist fast leer. Der braucht wieder Treibstoff, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr welchen, oder? Oh, okay. Ja, da muss ich mich drum kümmern. Das heißt, der Laster, der kann jetzt gar nicht durch die Gegend fahren. Ich habe den ganzen Treibstoff da reingekippt. Da muss ich mal gucken, ob hier noch irgendwo Kanister rumliegen. Hier liegen 3 Stück. 3 Benzinkanister. Ne, 2. Die kann ich mir natürlich holen. Ansonsten kann ich mir, glaube ich, beim Schrottplatz welche kaufen. Ist, glaube ich, eh nicht verkehrt, wenn man sich da ein bisschen Vorrat anlegt. Ansonsten dachte ich mir auch, ich könnte ja mal den Heli einsetzen. Ach, kann ich ja nicht. Kann ich ja noch nicht. Cambria ist ja noch in. Ja, da fliegt er ja nicht hin. Also er fliegt da schon hin. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Der fliegt ja schon hin, nur ist es hier halt recht günstig und ab hier kostet es dann 1000 pro Sektor. Es kostet also 4500 wegen der unsicheren Sektoren. Gut, ich kann natürlich mich auch hier abholen lassen oder so. 2,5. Ist natürlich alles ein bisschen quatschig, ne? Oder hier? Genau, da ging es ja darum, dass ich eigentlich diese Köpfe mal verkaufen, also es sind Köpfe, Ingame-Köpfe, mal verkaufen wollte. An den Kopfgeldjäger und ich werde hier immer von einem Ort zum anderen geschickt. In Drassen sagte Pater Walker, dass er in San Mona ist, der Carmen. In San Mona sagte dann der Barkeeper, dass er in Cambria ist und in Cambria sagte die Schwester, dass er in Drassen ist. Ja.
Ich weiß nicht, ob das je ein Ende hat, aber ich glaube, wenn ich immer so Zeit vergehen lasse, dann ja, dann ist es dann immer zu spät. Ich könnte halt hier hochlaufen in den Sektor und mich dort abholen lassen. Das ginge natürlich zum Beispiel. Aber im Moment ist Flo eh noch Patient. Also vielleicht warte ich auch einfach noch ein bisschen und gucke dann nochmal bei der Schwester Jenny, die ist das ja, glaube ich, ob die immer noch sagt, dass der entrassen ist. Genau. Mal gucken. Ja, ansonsten. Loyalität ist jetzt noch nicht so hoch hier. Und ich erwarte mehr oder weniger, dass hier ein Gegenangriff kommt. Denn hier versammeln sich ja schon die Feinde. Gut, ich würde das so lassen von der Verteilung und jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ach so, und ich wollte noch mal an den Laptop und mal wieder Bobby Race checken. Second Hand. Und ich. Moment, Moment, da muss ich erst nochmal gucken. Ich glaube, Tims ist das. Okay, hier habe ich Tims Kampftasche und Tims Rucksack. Habe ich. Muss ich doch nochmal die Sektoren gucken. Nee, hier ist. Das sind alles andere. Blackhawk Kampftasche, Aru Rucksack. So, Tims habe ich bestimmt nicht mehr. Weil das Gute an dem ist halt, dass man die kombinieren kann. Dass sie sowohl die Kampftasche haben können, als auch den Rucksack. Der Rucksack ist zwar nicht so groß wie manche andere, aber ja, dafür hat man dann die Kampftasche nicht. Oder kann man keine haben. Und es ist schon echt eine gute Menge an Platz, die man da nicht hat. Genau, und danach mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch eine Aruk-Kampftasche oder so, womit man das kombinieren kann. Oder eine TT, ein TT-Rucksack. Genau, sowas. Ich weiß nicht. Okay, genau, nach sowas wollte ich gucken. Trageausrüstung. Ach, und nach MP-Holstern. MP-Holster. Ja, nur der eine, oder? Genau, wegen der Waffen mit Schalldämpfer, die ja, die er dann leider nicht. Ich glaube, die sind gleich hier vorne, ne? Oh. So, musste niesen. Dann hatte das wahrscheinlich nicht der Bobby Ray. Also zumindest nicht im Secondhand Store. Danke, danke. Also die hat er hier, die Kampftasche, aber. Nee. Die Weste ist ziemlich gut hier. Dreimal Gewehrmagazine passen da rein, ein Holster für eine Pistole, dreimal Pistolenmagazin und dann noch Kleinzeug.
Die ist ziemlich gut. Nehme ich die noch mit? Weil manche haben halt auch keine guten Westen. Also zumindest kommt sie mir recht gut vor. Manchmal irrt man sich ja auch. Granattasche. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Und so, jetzt hatte ich bisher nur das hier angehakt, ne? Ja, genau. Ich muss nochmal gucken. Weil ich glaube, ein paar haben hier auch Granaten. Er kann hier generell so Holz da mal oder sowas bekommen. Aber auch für ihn wäre halt so eine richtige TT-Kampftasche gut. TT, sage ich, Tims. Dass er ein bisschen was tragen kann. Aber generell MP-Holster wären, glaube ich, nicht schlecht. Das Magazintaschen sind auch nicht schlecht. Besser als nur Hosentaschen. Denke ich. So, er hat so eine Granattasche, ne? Eine Granattasche wäre, glaube ich. Und das ist der MP. Nee, das ist ein Tackholster. Der ist auch gut. Das ist der MP-Holster. Der hat auch nur ein anderes Fach. Naja. Aber besser. Besser als der normale Pistolenholster. Interessant, dass in den Revolverholster die Sphinx reinpasst, die ja kein Revolver ist. Würde ich vermuten. Oder die. Ah, vielleicht, ach doch, die passt vielleicht rein, aber eben keine Magazine. Genau, dann bringt es auch nicht so viel. In die Segeltuchtasche würden vier davon passen. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Kannst du gehen? Okay, dann muss ich gehen. Moment. So, Kaffeekapseln geliefert worden. Ja, Segeltuchtasche ist auch nicht schlecht wegen der Granaten. Zumindest gleichartige Granaten passen da richtig viele rein. Vier Stück.
auch eine Möglichkeit, um mich noch ein bisschen besser auszustatten. Was habe ich denn noch für Taschen hier? Das ist die Granattasche. Und dann gibt es ja noch diese. Trevor? Nee, Trevor hat keine spezielle. Okay. Ja, aus Alu. Keine Pads. Nee, wir haben so eine Kaffeemaschine. Mit Kapseln. Okay, so. Secondhand, nochmal gucken. Und zwar Trageausrüstung. Ich nehme. Ich probiere mal so eine Granattasche aus, würde ich sagen. Die Granatpatronen. Ich dachte eigentlich, Trevor hätte die, deswegen. Ich wundere mich. Nee, Trevor nicht. Wer hat denn die in Granatwerfer? Grizzly. Grizzly, ich dachte, er hätte die. Er hat die Polizeiweste und da passen Granaten rein. Okay, verstehe. Ja, aber für ihn wäre natürlich so eine mit vier extra Granaten, glaube ich, auch nicht verkehrt, weil der E. Und dann ist halt die Frage, Gumpy hat jetzt einen Granatwerfer. Macht nicht so viel Sinn, dass er den hat. Aber der passt halt nur an eine Colt und eine andere Colt habe ich, glaube ich, nicht. Aktuell. Ja, doch, Chris, aber Chris hat noch den anderen Colt-Granatwerfer. Also Chris könnte auch einen brauchen. Okay. Ups. Ach so, nee, war schon richtig. War schon richtig. Ja. Again. So. Trageausrüstung. Granattasche. Granattasche. Dann. Was ist das? Einmal allgemein, einmal Gürtelklemme. Das ist auch eine Granattasche. Mit dreimal und einmal Gürtelklemme, was auch immer das heißt. Ach, für Feldflasche oder was? Ach so, die Feldflasche passt da rein. Und das ist viermal Granaten. Jo, das könnte ich dann quasi als zweite Granattasche nehmen. Vielleicht für Chris dann. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ach, mein Gott, wenn ich irgendwie einen Fehlkauf habe, ist auch egal, würde ich sagen. Ich probiere das einfach mal aus hier. Kauf hier einmal alles durch. Also, sieht jetzt für mich aus wie die Taschen, die ich, also so als Tasche wie dieser Holster, dass man das am Oberschenkel hat. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das richtig ist oder ob ich da jetzt falsch liege. Dann habe ich halt 335 in Sand gesetzt. Im Zweifel. Okay. Genau, wobei hier sind noch mehr. Vielleicht interessanter sind als dieses Ding hier. Allgemein und Gürtelklemme. Allgemein ist halt auch ganz gut. Das ist jetzt hier nur, ja, nur ist gut.
Wir probieren das aus. Das klingt alles nicht so schlecht. Allgemein und Magazin. Klingt alles nicht so schlecht, so MP-Holster. Okay, dann die Segeltuchtasche und dann habe ich davon einiges gekauft. Genau. Gucke ich mal, ob hier irgendwas Besonderes noch dabei ist. Granaten. Genau, das sind jetzt die heilen Sachen. Erste Hilfe Beintasche. Auch nicht schlecht. Kann nur 10 Sachen bestellen. Aha, okay, na dann bestelle ich das erstmal. Ist natürlich gemein. Ist natürlich teurer. Über Nachtexpress ist. Das ist nur 200? Ich habe irgendwie viel mehr im Kopf. Nee, der Endbetrag ist schon was ganz anderes. Achso, das gilt pro Teil. Das gilt pro Teil. Ist okay, wir sind ja jetzt nicht knapp bei Kasse. Das machen wir jetzt schneller und nicht mit dem Standardservice. Ich frage mich nur, ob 2 Tage vielleicht reichen, aber. Das mache ich jetzt schneller. Okidoki, los geht's. So. Und dann gucken wir mal nochmal bei Sonstiges. Noch ein paar mehr von diesen interessanten Taschen. Ich meine, da steht ja auch Beintasche an der Stelle. Um mehr Stauraum zu haben. So ein Malis-Rucksack habe ich auch noch nicht. Das ist halt die Frage, ob der sich irgendwie kombinieren lässt. Medizinertasche. Medical Pocket. Medical Pocket. Schon ein Haufen interessantes Zeug dabei, das ich gerne mal ausprobieren würde, aber. Nehme ich den auch einfach mal zum Ausprobieren. MP-Holster. Wir mal ein paar mehr, dann können wir da die Pistolenholster damit austauschen. Wobei, manchmal sind die ja auch ganz gut, die Pistolenholster. Okay. Hier sind die Tims-Sachen. Ach, come on. Ah, okay. Stehe. Nehme ich gleich die Kombination. Gehört zum Tims Set. Genau, das muss man wahrscheinlich dann, muss man wahrscheinlich so ein Set haben. Ja, kann ich vielleicht einen anderen Rucksack dagegen tauschen? Wenn er noch eine zusätzliche Tasche hat. Genau. Stehen aus Rucksack und Kampftasche. Gibt es das nochmal irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Die kann ich auch mal noch
ein bisschen zuschlagen, würde ich sagen. Mal ein paar Nachtsichtgeräte bestellen. Okay. Werkzeugkoffer brauchen wir immer. Gut. Ah, Laserpointer. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mal mit. Ein alter Laserpointer, was auch immer das heißt. Probieren wir aus. AK-Gewehre. Naja, haben wir wahrscheinlich nicht. Auf ältere Heckler- und Koch-Gewehre. Das ist für Pistolen, glaube ich. Lampe. Lasermodul. Das ermöglicht die Montage von weiterem Zubehör. Okay. Auch interessant. Es gibt so viel Kram. Das ist unglaublich. Ich habe das alles noch nie so richtig ausprobiert. Genau, ich hatte früher immer nur die. Ich glaube, das ist so das Standard-Lasermodul. Davon nehmen wir mal ein paar. Ja, nehmen wir mal, schlagen wir mal zu. Und ansonsten probiere ich einfach später nochmal was aus. Das wird jetzt richtig teuer. Das wird jetzt richtig teuer. Was soll's? Okidoki, los geht's. So, okay, haben wir mal ordentlich bestellt. Gut. Da würde ich dann Flo und Gumpy rüberschicken, wenn die soweit wieder fit sind. Vielleicht mit dem Hubschrauber hier oben abholen oder so. Genau. Oder hier. Aber dann müssen sie so lange laufen. Glaube, es macht hier mehr Sinn. Genau. Okay. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder Zeit vergehen lassen. Ich schicke die nochmal alle ins Bett. Oh, die sind alle ganz fit. So wie es aussieht. Die wollen gar nicht schlafen. Ja, manche wollen, aber dann schlafen sie nur kurz. Okay. Und ansonsten wird der Gegenangriff wahrscheinlich bald kommen. Jetzt arbeiten die wieder. Aber beim letzten Mal haben wir ja gerade erst die Stadt eingenommen. Okay, jetzt ist der Trupp weg. Das ist interessant. Die Frage, wo die hingegangen sind. Okay, erledigt. Was jetzt? Na, du hast da noch mehr zu reparieren. Das liegt da in der Stadt rum. Sorry. Also, und tauschen wir einfach aus. Ach, das ist eine richtige Pistole. Deswegen könnte der auch noch eine Tasche brauchen. Genau. So, dann kannst du direkt weiter reparieren. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ja, ihr seid aber noch lange nicht fertig. Ich bin soweit. Ihr
könnt weiter produzieren. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Okay, sie ist fit. Was ist mit Gumpy? Gumpy ist fast fit. Ja. Kannst du machen. Trainieren. Eigentlich Quatsch, die jetzt wieder ins Bett zu schicken. Sonst noch was? So, jetzt ist Gumpy auch fit. Jetzt kann ich sie aber nicht nach oben rausschicken, weil sich jetzt der Trupp dort oben platziert hat. Macht jetzt gerade ein bisschen den Eindruck, als würden die da rumgehen, um anzugreifen. Doch hier rauslaufen. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Nee, nach hier kostet das 4000, 3500, wenn ich nach hier fliege, 1600. Kann sie natürlich auch einfach da treffen lassen, dann können sie mit dem Lastwagen den Lastwagen wieder auffüllen. Da sind ja die Kanister. Oder hier. Genau. Und da Sachen mitnehmen. Ja. Könnte ich so machen. Aber leer fahren ist natürlich auch Quatsch. Den müssen wir erstmal voll machen. Ja, was heißt leer fahren? Richtig leer ist er ja nicht. Das sind die Sachen für... Genau, das sind die Sachen für den Schrottplatz. Wobei, stimmt nicht, die kann ich ja jetzt auch hier verkaufen. Die sind nicht für den Schrottplatz. Da muss ich erstmal gucken. Ah, da muss ich mich auch erstmal informieren. Ha! Stimmt, was kauft denn Keith? Keith kauft auf jeden Fall Rüstung. Und da ist es Quatsch, die zum Schrottplatz zu bringen. Ich glaube, der Preis, den Keith macht, ist besser. Dann lade ich das nochmal aus. Aber die Waffen. Die Munition. Aber die habe ich, glaube ich, schon eingesammelt. Nee, hier ist noch... Hier sieht tatsächlich so aus, als hätte ich die schon eingesammelt. Ich kann nur noch ein bisschen Krimskrams mitnehmen. Die Steine wird wohl auch der Schrottplatz nicht kaufen. Bei den Sachen weiß ich gerade nicht, was ich als Baumaterial brauche. Ich vergesse das immer. Okay, hier liegt kein Krimskrams rum. Steine kauft niemand. Hier liegt ein bisschen Krimskrams rum. Ja, also nur Krimskrams noch aufsammeln. So. Okay, wenn du erst dahin fährst, dann sammeln wir erst da den Krimskrams auf. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Wir haben hier Taschen auch. So, Drahtscheren, Kupferdraht, Murmeln. Ja, das sind aber Platinuhr. Kann man alles nutzen, glaube ich. Wein. Wein nicht.
Wein, lass sein. Okay. Verstanden. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. So, hier haben wir wieder mehr. Noch mehr Kram. Bier. Stapeln. Ach so, die kann ich natürlich auch mitnehmen. Die sollten wir dem Hauptteam dann geben. Wir haben hier schon alle ausgestattet, aber auch für drüben. Genau. Oder auch, können wir auch mitnehmen für drüben. So, dann Gummiband, das kann man glaube ich nicht verwenden. Und kann ich nicht alles auf einmal nehmen? Komisch. Geht irgendwie nicht. Na. Ich tippe dann immer noch daneben. Wie man gut sieht. Flaschen wieder auffüllen. Auch tippe ich hier daneben. So, jetzt habe ich getroffen. Okay, gut. Das Bier. Toll. Da auch keine zwei Stück von genommen. So. Verstanden. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Und hier ist noch ein bisschen Munition. Und ja. Okay. Nehme ich mal mit hoch. Ist auch so eine Sache. Kann ich eigentlich auch mit hochnehmen in die Mitte erstmal von dem Sektor darüber. Ist blöd, dass ich die alle einzeln anklicken muss. Eigentlich geht es mit Schiff, dass man den ganzen Stapel nehmen kann, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht. Vor allem sind es so viele. Moment. So nehme ich den ganzen Stapel. Okay. Muss ich nehmen? Es riecht nach Qualm. Okay, ich muss mal was gucken. Okay, Alex kokelt hier. Darum riecht's nach Qualm. Die Verrückte. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Hier, halt. Da. Da wurde gekokelt. Einladung auf die Hogwarts-Schule. Schöne Grüße, Alex. Danke. Danke, sagt sie. Falls du es nicht gehört hast, aber ich glaube. So, okay, ach so, und dann natürlich die ganzen großen Magazine noch. Dann nehmen wir jetzt den Helm als viele Magazine-Greifer. So. Okay. Magazine brauchen wir ja immer. Die Match-Munition sollte man auch nicht verkaufen. Okay, ja, das passt. So, wo liegen noch Sachen rum? Hier unten am Schrottplatz. Das ist egal. Ich fahr jetzt hier rüber. Okay, na dann hoffe ich mal, die werden jetzt nicht angegriffen, die beiden. Auf dem Weg nach drüben.
sind ja auch ein paar unterwegs. Hier sind noch drei Sektoren, die ich noch nicht aufgeklärt habe. Okay, erledigt. Was jetzt? Bin bereit, weiterzumachen. Alles erledigt. Macht nichts. Weiter geht's. Ist beendet, Oberboss. Alle sagen Bescheid. Okay, bei Pablo ist es einfach. Der hat da noch mehr Sachen zu reparieren. Die tausche ich einfach. Oh, tausche ich einfach durch. Passt. Na gut, ich erkenne es ja an den Sternchen. Dass es die Sachen sind, die ich genau. Die meine sind sozusagen. Gut. So, bei den anderen. Wir haben Fox, die können natürlich gleich helfen, die Miliz zu trainieren, aber nicht in dem Sektor. Offensichtlich. Es gibt aber noch einen anderen, zweiten sicheren Sektor, nämlich den hier. Wobei, der ist nicht sicher, aber der ist sicher, weil da kann eigentlich niemand angreifen. Deswegen würde ich Fox mal in einen zweiten Trupp schicken. Und wer hilft ihr beim Milizentrainieren? Wer hat denn noch einigermaßen gute Führungsqualität? Trevor ist okayisch. Grizzly ist besser. Tatsächlich sogar. Ja, Flo ist weg. Na, dann mach mal das mit Grizzly. Ist ja eh ihr bester Freund. Ja. Dann gehen die beiden darüber. Oh, Larry. Das kann er nicht. Ob das jemand kann. Er kann das auch nicht. Keine Ahnung. Steht es da, wenn ich drauf drücke? Ja. Weisheit brauchen sie dafür. Okay. Gut, ansonsten ist bald Nacht. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Die können doch einfach. Die muss ich nirgendwo hinschicken. Die können einfach hier anfangen, Miliz zu trainieren. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ich lerne schnell. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja. Erstmal schicken wir all die, die hier sind, ins Bett. Die sind ja jetzt ein wenig erschöpft. Und die beiden auch. Ziehen sich nämlich wieder Truppen zusammen. Und dann liegen hier natürlich die ganzen Gegenstände rum. Und vor allem die Waffen. Wir müssen in den Laster. Die verkaufe ich nicht. Die nehme ich nur mit. Die genauso. Ja, da ist wieder die Frage. Eigentlich kann ich die erstmal
Sehr schön. Wenn die noch verstauen kann, das ist immer gut. Kann ich die erstmal hier lassen. Weil es belegt nur ein paar Taschen Platz und ich habe noch genügend von diesen Waffen, dieser Munition. So. Kann ich natürlich auch noch zusammenfassen. Dadurch noch ein bisschen Platz schaffen. Genau. So, und die lasse ich dann doch hier. Ach, das wollte ich doch ablegen beim Schrottplatz. Verpeilt natürlich. Ja, so ist es. Gut, jetzt liegt hier nicht mehr so viel rum. Das hier kann ich auch noch stapeln. Noch Sachen, die irgendwie sinnvoll sind. So. Verstanden. Noch einen weiter und ich könnte... Weiß nicht, wie lange er braucht. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Schon mal hier. Hier hinfliegen ist ja ein bisschen günstiger. Wenn's weiter so gut läuft, setze ich Sie bald mitten in Meduna ab, Cap. Alles klar. Gut, dann haben wir einmal Skyrider gebucht. Kontostand sieht schon wieder super aus. Tägliche Einkommen ist gut. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. So, okay. Dann haben wir hier jede Menge... Haben wir hier Sachen transportiert. Für die beiden haben wir diese Kevlarhosen transportiert. Und das Headset... Und vielleicht die Gasmaske. Für Biff und Alex. Biff, so. Die ist schon versorgt. Okay, gut. Dann kommt das wieder in den Rucksack. Dann. Die haben schon. Die haben beide nichts, aber... Auch kein Platz im Grunde. Okay. Nehmt sie die einfach. Dann sehen wir weiter. Okay, die lassen sich nicht stapeln. Ich dachte, das ist vielleicht die gleiche Waffe. Dann... eine Lore. Ist halt die Frage, ob das so sinnvoll ist, die durch die Gegend zu fahren. Eigentlich nicht. Russischer. Mauser. Nichts angezeigt, wenn ich die Also brauchen wir die wahrscheinlich nicht. Gut. Oder so.
Dann jede Menge Patronen. Ist okay, wir haben genug Messer. Oh, es leckt irgendwie. Ach so. Ach, damit sind sie auch gut ausgestattet. Okay. Nehmen wir trotzdem mit für Pablo. Der hat, glaube ich, noch keine. So, Benzin fülle ich auf. Diese Munition könnte ich hier noch mitnehmen. Ist halt auch nur einmal. So, das... Alles nicht wirklich. Ach, hier natürlich die. Genau. Okay. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt muss ich einmal durchgucken. Ja. Ja, bis auf die Laws, die hier eigentlich nicht hingehören. Könnte ich eigentlich auch noch was anderes mit... nehmen statt der Laws. Oh, es leckt. Zum Beispiel diese ganzen Westen. Dass man die mal zu Keith bringt. Genau. So. Jetzt speichere ich einmal, weil es jetzt mehrfach gehackt hat, ohne dass ich verstanden habe, warum. So, dann Lo raus. Einfach mal beide raus. Ich warte jetzt eh auf den Heli. Ja. Na, so geht's nicht. So geht's schon mal nicht. Wobei, irgendwo liegen die da natürlich rum. Ja? Okay. Und wahrscheinlich kann er den kompletten zweiten Kanister auch noch reinfüllen. Bitte? Oder ist er doch voll? Ansatzweise. So, genau. Der ganze zweite Kanister auch noch drin. Und dann ist er wieder fast voll. So, aber das lag ja jetzt hier in der Stadt rum. Genau, aber ich kann jetzt hier warten. Ich lasse den jetzt hier, den Wagen. Und helf mal beim... Genau. Ah, sie ist ja die Beste. Naja. Aber sie kann halt auch gut reparieren. Deswegen will ich eigentlich mal Gegenstände reparieren und... Lass Flo beim Training unterstützen
Solange bis der Heli da ist. Und Gumpy. Wieder irgendwas. Gibt's auch einen Betrieb. Munitionsfabrik, aber dafür. Führungsqualität. Geschick, okay. Das ist nicht drin. Also übst du das. So. Okay. Hat wieder geleckt. Mach mal einmal an und aus. Und hol mal ein Wasser. Das Laden geht immer so schnell. Etwas, ups, bleibt einem keine Zeit, wirklich was zu holen. Okay, genau, kann ich wieder Zeit vergehen lassen? Vielleicht schicke ich die auch noch eine Runde schlafen. Ja. Der Heli informiert mich doch sicher. Ja, sieht so aus. Okay. Oh. Ja. So, jetzt müsste ich wieder da sein. Auf einmal. Aber jetzt ist dafür mein Ton nicht mehr da. Aber es sind auf einmal ganz schön viele Milizen gestorben, plötzlich, wo mein Ton auf einmal weg war. Schade. Milizen. Welcher Sektor war denn das? War doch der, wo die anderen waren. Oder? Der hier unten gewesen. War doch Cambria. Oder der. Warum ist denn mein Team nicht in den Kampf eingestiegen? Komisch. Ja, ja, du hörst mich gut, aber ich höre nichts mehr. Ich muss nochmal neu starten. Also ich höre nichts mehr vom Spiel. Weil mein als Ausgabegerät wird jetzt doch. Einmal hin und her. Ja, jetzt geht's wieder. Genau, das muss dann am Spiel gelegen haben.
Das hat im Spiel das Ausgabegerät gewechselt, oder? Ich habe hier ganz komische Probleme. Der Rahmen wieder auch richtig da. Es gibt hier so einen gelben Rahmen um das Spiel, der andeutet, dass es aufgezeichnet wird. Oh, wieder. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Wie leckt es die ganze Zeit? Unschön. So, jetzt ist er ja fast da, aber nur fast. Ich warte, bis er da ist. So lange kann Alex noch reparieren. Und es leckt wieder. Ey, das. Jetzt ist es richtig schlimm. Jetzt ist es komplett eingefroren. Sehr komisch. Irgendwas stimmt nicht. CPU ist voll ausgelastet. Jetzt ist wieder okay. Keine Ahnung, was das war. Ich versuch's nochmal wieder zu starten. Ich könnte natürlich jetzt auch den Rechner neu starten, aber dann ist ja der Stream weg zwischendurch. Es leckt weiterhin. Sehr eigenartig. Beeilen Sie sich, Cap! Der Treibstoff brennt! Yes, okay, er ist da. Das bedeutet Flo. Ja, das bedeutet erstmal aus dem Laster holen wir die wieder raus. Eigentlich kann das ja auch Gumpy alleine machen. Das Bier. Genau. Ich jetzt nirgendwo abgeladen. Okay, gut. Jetzt hat er die beide. Jawohl! Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Dann. Alles Roger, Cap. Fliegen wir rüber und ich hoffe, die sind nicht wieder weg. Vielleicht gehe ich einmal mit irgendwem. Harry. Schwester Jenny. Ich bin angekommen, Mann. Frag mal nach. Schau. Frag mal nach. Die sind ja auch mitten in der Nacht. Ist ja Krankenhaus. Ist ja immer. Muss ja immer bereit sein, ne? Die Schwester. Und der Rest. Ja, mit Sonnenbrille in der Nacht. Und da werde ich gefragt, warum ich Drogen genommen habe. Ja, warum? Ich dachte schon, wir würden sie wiedersehen.
So ein unheimlicher Mann namens Carmen wollte, dass ich Ihnen sage, dass er in Drassen ist. So, das hört sich erstmal gut an. Danke dir. Danke dir. Dann gehe ich in den Sektor. Ich bin angekommen, Mann. So. In dem Sektor ist doch eine Bar. Ich gehe lieber in den Sektor. Oder war in dem Sektor die Bar? Mal angucken. Ne, in dem Sektor ist keine Bar. Scheint auch nicht immer zu passieren. Dann bleibst du hier. Dass er wieder rückfällig wird. Okay, so. Gambi fliegt rüber. Na, arbeiten wieder, ja. Ausgeschlagen. Ich bin da, Cap. Sehr schön. Du bist da. Auf deinem Flugplatz. Gumpy. Da ist keine Bar. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Jetzt habe ich natürlich da keine Transportkapazitäten. Ja. Er hat sogar ein MP-Holster. Und eine Waffe mit Schalldämpfer. So. Wo ist die Bar? Jawohl! Genau, schauen wir erstmal dort. Wenn nämlich die Sachen ankommen am Flughafen in Drassen. Auch nicht so richtig mitgedacht. Verstanden. Warum ist denn das Dach angezeigt? Okay. So. Hier ist er nicht. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. Wir importieren alle. Hier ist er nicht, okay. Verstanden. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Ja? Dann muss er ja eigentlich hier sein. Hoffe, dass er nicht wieder weg ist. Dass mir hier Pater Walker erzählt, ja, nee, der ist in San Mona. Das Hin- und Hergerenne ist ein bisschen nervig. Hier ist er nicht. Ist doch nicht wahr. Hola, schön, dass Sie vorbeischauen. Arme Manni, er gibt... Manni ist okay. Hört ihr das? Ich weiß nicht, was das ist. Okay, es hilft, glaube ich, nichts. Es macht immer wieder Probleme. Jetzt gab es irgendwelche komischen Geräuschfehler. Könntest du das hören, Thürerwal? Diese komischen, furchtbaren Geräusche gerade? Das habe ich nicht gespeichert. Aber er war auch nicht da. Einfach nur ausgemacht. Keine Ahnung, was jetzt, wie, wo. Ja, er ist noch nicht da. Ach. Die schicken mich immer nur hin und her.
Ach so. Okay, ich muss mal kurz recherchieren. Okay, der ist auf jeden Fall der Kopfgeldjäger. Und der ist in Herve's Bar oder in Pete's Bar oder in San Mona. Es kommt wieder dieses furchtbare Geräusch. Oh. Okay, es bringt, glaube ich, nichts. An der Stelle werde ich einmal neu starten. Sehr nervig. Okay, also ich mache einmal Stopp. Pause geht, glaube ich, nicht. Nee, ach, geht eh nicht beim Neustarten. Und dann schauen wir mal, ob es danach geht. Dann ist aber nicht mehr, mache ich aber nicht mehr lange. Gut, bis gleich.